als ein Ehepaar 12 Jahre lang jährlich den gleichen Betrag hat sparen können, konnte es 12.230 Euro abheben. Frage: Wie groß war die Sparrate bei 2% Zinsen? Da es sich hier um Raten handelt, können wir diese Formeln einsetzen. Aber zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird die Anzahl Jahre, das ist 12, also ist klein n gleich 12. Angegeben wird auch das Kapital nach 12 Jahren, das sind diese 12.230 Euro. Angegeben wird auch der Zinssatz, dieser Prozentsatz liegt bei 2, also ist klein p gleich 2. Und angegeben wird auch das Startkapital, das natürlich 0 Euro beträgt. Gefragt wird die Rate groß R. Zuerst bestimmen wir den Zinsfaktor Q. Q ist 1 plus P Prozent, also Q ist 1 plus 2 Prozent. 1 plus 2 Prozent, das macht 1,02. Jetzt werden wir in dieser Formel Cn ersetzen durch 12.230, C0 ersetzen durch 0, Q da, da und da ersetzen durch 1,02, N da und da ersetzen durch 12. So stoßen wir auf diese Gleichung, Gleichung, in der groß R die Unbekannte ist. 0 mal diese Zahl, das ergibt 0, also entfällt dieser Term und die Gleichung wird zu dieser da. Diese Zahl, die hier links vom Ist-Zeichen teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multiplizieren wird. Und diese Zahl, die links vom Ist-Zeichen multipliziert, die setzen wir rechts rüber, wo sie teilen wird. Und somit finden wir für R diese Rechnung. Wir werden dem Taschenrechner diese Rechnung aufgeben, also 12.230 mal Bruchstrich, oben steht 1,02 minus 1, jetzt Kursortaste einmal nach unten, um zum Nenner zu gelangen, und der Nenner ist 1,02 hoch 12. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts, um den Exponenten zu verlassen, und dann noch minus 1. Ist, der Taschenrechner findet 911,86. Wir übertragen diese Antwort hierhin und vergessen nicht, sie in Euro auszudrücken. Und diese Aufgabe ist schon beendet.